Hier kommen schon sehr viele Fragen. Eine ist an den Herrn Auer: Wie umweltverträglich ist das Desinfektionsmittel? Also ist das für die ja. Gewässer irgendwie schlecht oder ist das umweltverträglich? Genau, also wir benutzen da Virkon S. Wir richten da Lösung her von 5 Milligramm pro Liter und es ist eigentlich sehr umweltverträglich, vor allem im Hinblick auf Gewässerorganismen. Sobald es in Lösung ist, ist es unbedenklich. Es wird sogar zur Trinkwasser, also zur Desinfektion von Trinkwasserleitungen verwendet und wird auch im großen Stil in der Landwirtschaft zur Desinfektion von Ställen und so benutzt. Und es gibt mehrere Studien, unter anderem von skandinavischen Kollegen, Jussila und so, die sich das genau angeschaut haben, wie sich das eben auf andere Gewässerorganismen auswirkt. Mhm. Vielen Dank. Eine weitere Frage schließt daran an: Kann man Wasser auf Krebspesterreger testen? Also kann man eine Wasserprobe entnehmen ja, und das einfach testen? Ja, das ist möglich. Es gibt da Bemühungen, dass man das genetisch macht, aber man kann es herkömmlich analysieren lassen. Da gibt es mehrere Labore. Mhm. Das ist machbar. Sehr gut. Eine Frage, die relativ häufig geliked wurde, fragt, ob Fischbesatz dazu führen kann, dass Kormorane quasi gefüttert werden und deshalb länger in Gewässern verbleiben. Das ist eine komplexe Frage in Wirklichkeit, aber die Antwort, die ich darauf geben würde, ist ja. Wir haben ja bei unseren Erhebungen an der Traun feststellen müssen, dass die größte Biomasse, die ausgefressen wurde oder wird aktuell noch, von den Regenbogenforellen kommt. Das ist jetzt aber wenig überraschend, das ist auch am meisten Regenbogenforellen-Biomasse im Gewässer drin. Es werden ja sehr viele Regenbogenforellen besetzt, wie Sie gesehen haben. Das heißt, ja, man füttert die Kormorane natürlich damit, nicht nur die Kormorane, auch andere Prädatoren. Inwieweit es jetzt zu einer Verlängerung ihres Aufenthalts am Gewässer führt, traue ich mich nicht zu beantworten. Da müssen wir dann unsere nächste Präsentierende, die Josephine Böhm, vielleicht dazu befragen. Ich glaube nicht, dass es, was die Dauer jetzt anbelangt, so einen großen Einfluss hat. Mhm. Warum werden unsere Flüsse eigentlich mit Regenbogenforellen besetzt? Wäre es nicht sinnvoller, einheimische Arten zu besetzen? Naja, natürlich wäre es sinnvoller. Und ich sage mal ganz allgemein, weil es das Gesetz erlaubt, oftmals. Und beziehungsweise, wenn ich jetzt wieder an die Traun denke, dann muss ich schon auch darüber nachdenken, was bleibt denn den Bewirtschaftern dort. Die Eschenbestände sind im Keller, die Bachforelle ist in der Traun weitestgehend verschwunden, wir haben sie ja kaum nachgewiesen. In der Traun wurde auch dieser Bachforellenerreger, die BKD, nachgewiesen. Die Verdacht steht, ganze Bachforellenpopulationen verschwinden zu lassen. Und dann wird es schon eng. Ja? Also ich denke, dass man da teilweise auch zumindest mal als Zwischenlösung über einen Regenbogenforellenbesatz nachdenken darf, zumindest, und das jetzt nicht gleich kategorisch ausschließt. Mhm. Vielen Dank. Wer darf denn vom Gesetz her gezüchtete Fische in Naturgewässer ausbringen? Braucht man dazu eine behördliche Genehmigung oder kann jeder Fische ausbringen? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es ist in Österreich, haben wir 9 Bundesländer und 9 bzw. 8 unterschiedliche Gesetze. Die Besatzregelungen sind in den Landesfischereigesetzen geregelt. Wir befinden uns jetzt aktuell in Niederösterreich. Dort herrscht die Besatzpflicht, das heißt, dort muss besetzt werden. Ich habe gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen, mit Günter Unfer, direkter Kollege von mir, der sich auch intensiv mit diesem Besatzthema beschäftigt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich ja fast ein bisschen verwunderlich ist, dass diese Besatzpflicht überhaupt noch herrscht. Und wir glauben, dass wir eigentlich eine absolute Ausnahme sind im europäischen Kontext, dass es sowas noch gibt bei uns. Also ich glaube, da muss man mal dringend die Gesetze überarbeiten. Es ist jetzt nicht in allen Bundesländern so. In Vorarlberg zum Beispiel muss man Besatz bewilligen lassen, also genau das Gegenteil von der Besatzpflicht. Hier wäre es vielleicht auch mal gut, einheitliche Gesetze in Österreich zu haben, ein Bundesgesetz, das die Fischerei regelt. Ich glaube, ich würde sehr viel dazu beitragen oder helfen, dass wir ein bisschen Ordnung in diese ganze Thematik und andere Themen auch hineinbringen. Mhm. Vielen Dank.
Eine Frage an den Herrn Auer. Wie effektiv sind Krebssperren? Krebse wandern doch teilweise auch über Land. Genau, das ist richtig. Mhm. Aus dem Grund schaut man immer, dass man möglichst bei Straßendurchlässen oder in anderen Bereichen, wo die Ufer sehr stark gesichert sind, solche Sperren umsetzt. Es ist auch notwendig, dass man begleitende Amphibienzäune oder andere Lenkeinrichtungen richtet, dass Krebse nicht einfach die Sperren überwandern können. Da muss die Plätze genau auswählen, wo man sowas machen kann und wo es einen Sinn macht. Grundsätzlich ist aber so, dass sie meines Wissens jetzt nur Krebssperren bewährt haben, die wirklich bei großen Überfällen sind und die sowieso schon Barrieren für die Flusskrebse darstellen. Mhm. Vielen Dank. Eine Frage. Gibt es bezüglich eines Entnahmefensters Erfahrungen, also zum Beispiel, wenn man größere Exemplare wieder zurücksetzt, ob das die Bestände verbessern könnte? Mhm. Also Erfahrungen, würde ich mal sagen, gibt es vor allem in die andere Richtung, wenn man kein Entnahmefenster hat, sondern wenn man einfach die großen Tiere entnimmt. Das hat man schon weltweit dokumentieren können. Begonnen hat es bei der Fischerei auf Dorsche im Atlantik, dass wenn man die großen Tiere entnimmt, dass die Populationen darauf reagieren, dass es genetische Veränderungen gibt, dass die Tiere dann in weiterer Folge kleinwüchsig sind, auch früher reproduzieren, also die Fische werden nicht mehr so groß, was eigentlich entgegen der Wünsche und Vorstellungen der Fischer ist und jeder will einen großen Fisch am liebsten fangen. Das heißt, da weiß man schon sehr gut Bescheid, dass eigentlich die Entnahme der großen Tiere nicht von Vorteil ist. Hat auch mit der Qualität der Eier dann zu tun. Das heißt, große Fische sind eigentlich sehr, sehr gut, produzieren sehr große Eier, produzieren sehr große Larven. Das ist eigentlich ein Vorteil im Gewässer, diese höhere Überlebensfähigkeit. Da gibt es viele Erkenntnisse hinsichtlich eines Entnahmefensters. Ich meine, das praktizieren wir. Ich darf ja mit ein paar Freunden auch drei Reviere bewirtschaften in Niederösterreich. Wir praktizieren das. Wir haben ein Entnahmefenster eingeführt. Und wir machen das jetzt erst seit wenigen Jahren, seit 10 Jahren in Summe. Ja. Was wir mal auf jeden Fall sehen können, ist, dass unsere Bestände ohne Besatz und durch dieses Entnahmefenster oder im Zuge dieser Entnahme im Entnahmefenster auf jeden Fall nicht geschwächt werden. Okay. Soweit kann man das mal sagen. Dass es jetzt schon wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt, fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich nichts ein. Aber wie gesagt, von der anderen Seite, von der anderen Warte betrachtet, gibt es sehr wohl Erkenntnisse, die dazu führen, dass die Bestände darunter leiden, wenn man nur die großen Tiere entnimmt. Okay. Eine Frage ist auch, wie intensiv sich Besatzfische mit Wildfischen kreuzen? Wie intensiv? Naja. Auch nicht ganz einfach zu beantworten. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie sich kreuzen. Am besten weiß man das schon von der Bachforelle. Da müssen wir jetzt im Grunde einen Genetiker, vielleicht den Steven Weiss, einladen von der Uni in Graz, der sich schon sehr viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Wir wissen, dass bei der Bachforelle-Einkreuzung überall in Österreich stattgefunden hat. Das heißt, diese Fischzuchtgene, sage ich jetzt einmal ganz einfach, sind flächendeckend vorhanden in unseren Populationen, die draußen in den Bächen herumschwimmen. Bedauerlicherweise sieht man das jetzt auch zusehends bei der Esche. Der Eschenbesatz hat jetzt noch nicht so eine lange Historie. Das ist jetzt erst in den letzten, ich weiß es nicht, Jahrzehnten ein bisschen stärker aufgekommen. Und man merkt jetzt schon, dass die südalpine Esche auch im nordalpinen Bereich vorkommt oder dass die Rheinesche irgendwo im nordalpinen oder südalpinen Bereich eingekreuzt wurde. Also man sieht das jetzt schon langsam aufflackern. Und es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu erkennen, eine eigentlich negative Entwicklung. Wie intensiv das dann sich sozusagen ausbreitet oder voranschreitet, hängt halt auch sehr stark von der wahrscheinlich Besatzintensität ab, davon, wie die Qualität des Besatzmaterials ist und so weiter und so fort. Also da spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Mhm. Vielen Dank. Wie weit verbreiten denn Enten und Reiher zum Beispiel Krebspestsporen? Ja, das ist nur weitgehend unerforscht. Also es gibt nur wenig Wissen dazu. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tiere eben Vektoren sind, aber inwieweit das passiert, ist noch unbekannt. Gibt da noch einen großen Forschungsbedarf. Mhm. Könnte man zum Beispiel krebspestresistente Flusskrebse nachzüchten?
wenn das gelingen würde, war sehr viel damit gewonnen. Aber das Wichtige ist schon, dass man eben das autochthone Material, also die Flusskrebs, wie wir sie jetzt haben, mit dieser Genetik, dass man die erhält. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man wieder irgendwas zusammenkreuzt aus Amerika. Das ist nicht der Sinn, oder das ist nicht Artenschutz, so wie ich das verstehe. Okay. Eine Teilnehmerin fragt, sind Gewässer, in denen natürliche Krebsbestände durch Neobiote ersetzt wurden, in ihrer ökologischen Funktion beeinträchtigt? Also das kann man verneinen, weil die Signalkrebse, oder weitgehend verneinen, weil die Signalkrebse schon in der gleichen biologischen Nische mehr oder weniger leben. Wobei man auch dazu sagen muss, sie wissen ganz viele Sachen nicht. Wie genau sich das dann auswirkt im Ökosystem, was da im Kleinen und Kleinsten nur passiert, das sind auch Dinge, die unbekannt sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt bekannt war, dass das Vorkommen von Signalkrebsen oder anderen amerikanischen Flusskrebsen Ökosysteme voll verändert. Das trifft jetzt mal auf Österreich zu. Es gibt schon in anderen Ländern andere Fälle, wo zum Beispiel der Sumpfkrebs dazu führt, dass die Gewässer umgestaltet werden. Der grabt ganz intensiv Höhlen und verändert damit die Landschaft und hat massive Auswirkungen. Beim Signalkrebs in Österreich haben wir solche Beobachtungen noch nicht gemacht. Mhm. Vielen Dank. Mehrere Teilnehmer möchten wissen, ob das Wirkhuhn, das Sie angesprochen haben, auch gegen PKD hilft. Ja, es hilft auch gegen PKD und auch gegen den Chytridpilz, von dem Amphibien betroffen sind. Das sind alles Dinge oder Krankheiten, die einfach über das Wasser eingeschleppt werden können. Und das ist was, was für uns ein bisschen ungewohnt ist, weil die Luft ja jetzt nicht so ist, dass sie da Krankheiten über weite Strecken, dass sie die in der Luft transportieren kann. Darum reicht ja bei uns der Mund-Nasen-Schutz aus und wir müssen nicht die Luft ständig austauschen. Im Wasser ist eben das Chance. Und aus dem Grund ist die Gewässerhygiene, so wie ich das gerne nenne, ein ganz wichtiger Aspekt, eben nicht nur in Bezug auf die Krebse, sondern auch auf Amphibien und Fische. Mhm. Vielen Dank. Wie werden denn die natürlichen Umgebungen in Aufzuchtanlagen repräsentiert, wie zum Beispiel Beckendurchströmung, Temperaturschwankungen? Unzureichend, würde ich einmal sagen. Die Betriebe, die ich besucht habe, die ich kennengelernt habe, auch im Rahmen meiner Diplomarbeit, die sind alle auf Produktion ausgelegt. Diese Betriebe unterscheiden auch nicht zwischen Besatzfischproduktion und Speisefischproduktion. Das heißt, da wird in fast allen Fällen in erster Linie mal Speisefisch produziert und das, was halt dann an Bedarf für Besatz besteht, wird an die Bewirtschafter verkauft. Und da macht man an und für sich keine Unterschiede. Das heißt, diese Aspekte werden weitestgehend nicht berücksichtigt. Bisschen weiß ich auch aus der Forschung dazu in Nordamerika und Kanada, wo man sich auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, in einer Fischzucht einen Fisch sozusagen eine naturnahe Umgebung anzubieten, die ihn bestmöglich auf das Leben dann im Gewässer vorbereitet. Also das ist die Erfolge, die man da verzeichnet, sind relativ gering. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis daraus ist, dass man eigentlich versuchen sollte, das richtige Altersstadium zu besetzen. Je nachdem, welches Ziel man jetzt verfolgt mit dem Fischbesatz, wenn man eine Population aufbauen will oder eine Art wieder ansiedeln will, dann sollte man eigentlich mit Eiern und Larven, Fischlarven beginnen. Am besten mit Eiern, die direkt in das Substrat eingebracht werden, die sozusagen die Zeit in der Fischzucht möglichst reduziert wurde. Wenn man jetzt Besatzfische produziert, kann man natürlich versuchen, Bemühungen zu unternehmen, dass man also Besatzfische für den Ausfang, die dann 2 Jahre in der Fischzucht sind, kann man natürlich versuchen, ihnen einen attraktiven Lebensraum anzubieten in der Zucht. Aber ich glaube, dass das aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht sehr schwierig umzusetzen ist. Aber da gibt es grundsätzlich mal sehr viel Luft nach oben in der Fischzucht, wenn ich da mal so meine Erfahrungen zusammenfassen darf. Mhm. Eine Frage ist, ob es in Österreich selbstvermehrende Regenbogenforellenbestände gibt. Und wenn ja, wie häufig?
Wie häufig? Das ist ja schwierig zu beantworten. Aber absolut, es gibt in Österreich selbst reproduzierende Regenbogenforellenbestände. Wir haben selbst in unseren Revieren, also wo ich auch bewirtschafte oder mit den Kollegen bewirtschafte, haben wir Regenbogenforellenbestände, eine Regenbogenforellenpopulation, die selbst reproduzieren. Das ist, sie sind in Österreich in vielen Gewässern anzutreffen. Also es ist, ich kenne viele Gewässer, wo die Regenbogenforelle erfolgreich reproduziert. Ich habe jetzt kein Gewässer im Kopf, wo ich sagen würde, dass die Regenbogenforelle deswegen ein wirklich ernsthaftes Problem darstellt. Aber da muss man auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Muss man vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen. Ist bis jetzt noch nicht in diese Richtung intensiv beforscht und untersucht worden. Aber ja, die gibt es auf jeden Fall. Und es ist lustig, dass diese Frage eigentlich immer wieder kommt. Und es ist auch lustig zu hören, weil Kollegen aus Nordamerika, wo die Regenbogenforelle eigentlich her ist, wollen uns das nicht so richtig glauben, dass sich die bei uns mittlerweile etabliert hat. Aber es ist so. Danke. Wie sehr sind die Populationen der heimischen Krebsarten durch Prädatoren unter Druck? Das ist im Vergleich zu den anderen Gefährdungsursachen, die ich angeführt habe im Rahmen von meinem Beitrag, verschwindend gering. Also der Fischotter, der in dem Zusammenhang sehr oft genannt wird, frisst ganz sicher Flusskrebse auch in bedeutenden Mengen, aber mitunter in bedeutenden Mengen, je nachdem, von welchem Gewässer das wir reden. Aber es ist sicher nicht so, dass der ganze Bestände auslöschen kann. Und auch andere Prädatoren sind auch nicht so ein großes Thema. Gibt es denn Überlegungen, den Signalkrebs stärker zu befischen, zum Beispiel durch Absenken von Stauräumen oder durch gezieltes Herausfischen? Es hat da international schon sehr viele Bemühungen gegeben, dass man den Signalkrebsen irgendwie Herr wird. Das hat vor allem in England ist man da, geht man sogar so weit, dass man ganze Gewässer trocken legt und dann mit einem Gift besprüht und dann wieder alles besetzt. Aber sobald irgendwo ein Signalkrebs in irgendeinem Erdloch drinnen sitzt und er kommt wieder raus, das sind die Bemühungen umsonst gewesen und man hat sehr viele andere Sachen in dem Ökosystem zerstört. Konventionelle Abfischungen haben sich bislang auch nie bewährt, weil sie die einfach so gut reproduzieren und man kriegt das so schwer her. Also es sind bislang alle Versuche dahingehend gescheitert. Kein Flusskrebs oder Signalkrebs im Gewässer? Was ist besser? Ja, das ist eine schwierige Frage. Die muss man so beantworten. Sobald ich einen Signalkrebs im Gewässer habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals wieder heimische Flusskrebse besetzen kann, mehr oder weniger gegen null, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist kaum möglich, dass ich den wieder los werde. Insofern ist es besser, wenn ich keinen Flusskrebs oder keinen Signalkrebs im Gewässer habe und auch keinen Flusskrebs, oder wenn ich keinen Signalkrebs im Gewässer habe und ich dann wieder im Rahmen von Artenschutzprojekten das Gewässer dann wieder neu besetzen kann. Das war die geschickteste Lösung. Eine Frage: Trocknung von Schuhen, Stiefeln, Angelgerät, ist das nicht eine praxisnähere Alternative, um die Erreger abzutöten? Ja, das ist ganz sicher so. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Wenn man die Materialien 2 Tage lang austrocknet, also wenn sie wirklich 2 Tage komplett trocken sind, dann sterben diese Krebspesterreger komplett ab und man kann das Material wieder gefahrlos verwenden. Aber manchmal ist es so, dass man irgendwo einen Schlamm zwischen die Stiefeln drinnen hat und, oder die Fütsäulen bei den Wattstiefeln tricken relativ langsam und man kann sich nicht ganz sicher sein. Da ist einfach die Desinfektion das Mittel, wo man sich einfach hundertprozentig sicher sein kann und es ist nicht recht aufwendig. Aber wir machen das auch so, wenn wir ausschließen können, dass irgendwo eine Restfeuchtigkeit bei den Arbeitsmaterialien vorhanden ist, dann benutzen wir das auch. Aber der Regelfall ist, dass wir alles einfach standardmäßig desinfizieren, weil wir es sowieso immer bei der Hand haben. Und das kann man auch so empfehlen, wenn man egal ob man jetzt eine Firma ist oder privater Angler, wenn man sich das einmal herricht und in der Ecke stellt, dann hat man das immer da und dann ist das kein Thema, weil es ist so wie mit Corona jetzt da. Wir machen jetzt Sachen automatisch, die früher undenkbar waren und so soll es eigentlich auch im Gewässerbereich sein. Vielen Dank. Wäre es sinnvoll, vor einem intensiven Besatz mit Fischen den Lebensraum erstmal wiederherzustellen oder zu verbessern?
Ob es zuerst sinnvoll wäre, den Lebensraum herzustellen? Genau. Natürlich, ja. Also das habe ich ganz kurz auch angesprochen in meinem Vortrag, dass diese ganzen Bemühungen, die man da unternimmt und unternommen hat, auf jeden Fall einmal in eine andere Richtung gelenkt werden sollten. Und Lebensraum zu verbessern, ist die erste und wichtigste Maßnahme, die man treffen kann oder sollte. Man sollte es zumindest einmal sich ansehen, ob es Möglichkeiten gibt, jetzt auch aus der Sicht des Bewirtschafters, ob man nicht im Lebensraum was verbessern kann. Kann sein, dass man Laichplätze schüttet, dass man die Sohle auflockert, sodass die Fische wieder laichen können. Es kann sein, dass man irgendwelche Strukturen einbringt, Raubäume etc. etc. Es gibt so viele Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen. Und diese vielen Möglichkeiten sollten einmal hervorgekramt werden und in den Vordergrund gerückt werden und das Thema Besatz hinten angestellt werden. Weil dann, glaube ich, wenn wir den Lebensraum verbessern, dann werden sich auch unsere Fische leichter tun. Darf ich vielleicht noch einen Nachsatz, der mir noch schnell gekommen ist, zur Frage zuvor, zur Regenbogenforelle, wo man schon differenzieren muss, ist, es gibt schon Gebiete in Österreich, wo die Regenbogenforelle eigentlich sich nicht etabliert hat. Das ist vor allem zum Beispiel im Bereich der böhmischen Masse, das heißt im Kristallin der böhmischen Masse, sehen wir keine selbstreproduzierenden Regenbogenforellenpopulationen. Tendenziell würde ich jetzt einmal sagen, dass sie dort besser zurechtkommen, wo zum Beispiel die nördlichen Kalkalpen, wo die Geologie eine andere ist, wobei das jetzt nur sehr viel Hypothese auch ist, ob es jetzt wirklich was mit der Geologie zu tun hat. Aber es gibt sozusagen, worauf ich hinaus will, schon regional Unterschiede und jetzt eine Regenbogenforellenpopulation in der böhmischen Masse im Waldviertel irgendwo ansiedeln zu wollen, wäre an und für sich sinnlos, weil sie dort offenbar überhaupt nicht kann. Eine Frage ist noch, ob es sinnvoll für die Erhaltung der Dohlenkrebse wäre, diese auch in anderen Bundesländern anzusiedeln. In anderen Bundesländern? Ich glaube, man sollte die Ländergrenze vielleicht nicht als Kriterium heranziehen, sondern einfach in geeigneten Lebensräumen. Und das ist dieser Genpool-Ansatz, der da sicher Sinn macht. Also sobald ich geeignete Lebensräume habe, wo ich ausschließen kann, dass früher oder später amerikanische Flusskrebse einwandern, dann macht das sicher einen Sinn. Ja. Aber das ist auch mit einem hohen Aufwand verbunden, solche Besatzmaßnahmen. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage. Das Beispiel Traun zeigte, dass genetisch nicht regionaler Besatz sich nicht durchsetzte. Also ist das Ergebnis keine Gefahr? Könnte man es so ausdrücken? Nein, würde ich keinesfalls so auslegen. Mhm. Die Gefahr der Einkreuzung ist sicherlich gegeben. Ich bin mir sicher, dass man, wenn man die Besatzaktivitäten mit dem genetisch fremden Material noch intensivieren würde, dass es irgendwo ein Risiko besteht, dass sich dann die Tiere mal einkreuzen und etablieren. Also in welchem Ausmaß ist jetzt die Frage, aber es sollte auf jeden Fall vermieden werden und vor allem, wenn man sich des Risikos bewusst ist.